Ich bin quasi arbeitslos. Bla bla bla, Pfaffi! Ihr musstet euch das Blablabla Pfaffi jetzt einfach vorstellen, denn seit ich arbeitslos bin, habe ich nichts mehr in meinem Kopf drin. Ich bin heute Morgen ins Fitness gegangen, habe extra alles eingepackt, das ich brauche, um zu vloggen. Und zwar meine Kamera, mein Stativ, das Mikrofon. Habe geprüft, ob die SD-Karte drin ist. Habe meinen Laptop dabei, damit ich es alles schön schneiden kann. Habe alles perfekt durchgeplant. Habe sogar mein iPhone-Ladekabel dabei, dass ich das iPhone am Laptop laden kann, damit ich nachher das Video via 4G hochladen kann. Alles habe ich dabei. Bin nach dem Fitness hier hingegangen, an diesen wunderschönen Ort mit den Wellen und all dem Zeug und dem Glitzerlicht in meinem Gesicht vom See, den ich sehe und ihr nicht. Und dann habe ich alles aufgestellt. Meine Kamera, das Stativ, wollte aufnehmen. Und was ist dann passiert? Nichts. Die Kamera hat keinen Akku. Bei den letzten Aufnahmen ging der Akku flach. Ich habe ihn geladen und habe ihn zu Hause gelassen. Wie unglaublich blöd. Aber das ist ja egal. Das Stativ hält jetzt mein Handy. Mehr oder weniger befriedigend. Und ich hoffe, ihr seht mich überhaupt, weil ich habe gar kein visuelles Feedback. Der Vorteil ist aber, dass ich dafür ausnahmsweise immer schön in die Linse schaue und nicht wie sonst immer da nach drüben aufs Display, wo ich mein Gesichtchen sehen kann. Das stimmt zwar gar nicht. Ich schaue ja auch jetzt irgendwo hin. Wie auch immer. Mein eigentliches Thema heute ist wirklich meine Arbeitslosigkeit. Ich hatte ja letzten Freitag meinen letzten Arbeitstag, wie ihr wisst. Ich habe ja dieses unglaublich deprimierende, traurige Video hochgeladen. Ich war gar nicht so traurig, wie es da aussah. Eigentlich geht es mir gut. Nicht nur eigentlich, sondern es geht mir gut. Das war der richtige Schritt, dies zu tun. Es fühlt sich total richtig an. Der einzige Nachteil ist, dass ich jetzt arbeitslos bin. Zum Glück nur für eine Woche. Also eigentlich habe ich Ferien, eigentlich bin ich gar nicht arbeitslos. Weil ich mitten im Jahr kündige, hatte ich noch eine Woche gratis, die ich nehmen musste. Und die nehme ich jetzt als meine letzte Woche beim alten Job und habe nichts zu tun. Ich habe nichts geplant, will nirgendwo hingehen. Genau. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Weil ich war noch nie arbeitslos in meinem Leben. Ich war immer in der Schule und nach der Schule, also als die Schulzeit zu Ende war, begann ich mit einem Schulzwischenjahr, dann ging ich in die Lehre, also meine Ausbildung. Dann hatte ich einen Job für 5 Jahre, jetzt hatte ich einen Job für 8 Jahre und ich war noch nie arbeitslos. Und Leute sagen mir immer, es ist schrecklich, arbeitslos zu sein, weil man nicht weiß, was man mit seiner Zeit tun soll. Und ein bisschen naiv rede ich mir immer ein, wenn ich arbeitslos wäre, wüsste ich bestimmt, was ich zu tun hätte oder was ich tun würde, womit ich mich unterhalten würde, was ich tun würde, vor allem jetzt im Sommer. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, mal so zu tun, als wäre ich wirklich arbeitslos, was ich auch bin. Ich habe gerade in diesem Moment keine Arbeit. Und mal schauen, ob ich mich einfach so im normalen täglichen Leben unterhalten könnte, beziehungsweise auch etwas Sinnvolles mache mit der Zeit. Deshalb habe ich mir vorgenommen, Sport zu machen. Ich bin heute um 8 Uhr ins Fitnessstudio, was zwei Stunden später aufstehen bedeutet, als wenn ich zur Arbeit fuhr. Bin jetzt hier und nehme den Vlog auf.
was sich auch richtig und nach Arbeit anfühlt, nach etwas tun. Nachher möchte ich noch in den See, der gerade riesige Wellen hat, möchte ich noch ein bisschen baden gehen. Und dann mal schauen. Ich möchte diese Woche einfach Dinge tun. Vloggen. Irgendetwas erschaffen. Vielleicht schaffe ich es wieder mal zu schreiben. Vielleicht mache ich auch gar nichts. Wer weiß. Genau darum geht es mir aber. Ich möchte herausfinden, wie es ist. Beziehungsweise, es sind ja ganz normale Ferien. Es wäre ja sowieso so. Ganz egal, ob ich mir jetzt etwas vornehme oder nicht. Ich möchte mir nichts vornehmen, aber ich möchte mich bewusst darauf konzentrieren, was ich mache und was ich tue. Oder eben nicht, das meinte ich nicht so. Entschuldigung. Leider werde ich das auch nicht editieren können. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Ich meinte nicht darauf fokussieren, dann mich darauf achten. Zumindest nicht während dieser Woche. Ich habe mir schon eben Dinge vorgenommen, eben Sport zu machen, vielleicht Kunst, was auch immer, irgendetwas zu erschaffen, irgendwas zu tun. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich mir etwas vornehme. Ich halte es selten ein. Deshalb geht es mir eher darum, einfach mal diese Woche vor mich hinzuleben und danach retrospektiv zu schauen, wie ich es denn überhaupt fand. Oder was habe ich denn nun gemacht? Kann ich irgendwas Sinnvolles vorweisen oder kann ich es nicht? Bis jetzt ist es gleichermaßen erfolgreich wie ein Reinfall. Erfolgreich? Ich bin ins Fitness gegangen um 8 Uhr. Ich bin hier zu diesem wunderbaren Badeort gegangen. Um 9.30 Uhr bin ich hier angekommen. Weniger erfolgreich? Ich habe es nicht geschafft, diese Dinge zu organisieren, die ich brauche, um richtig offiziell zu vloggen. Wer weiß, vielleicht schaffe ich das ja morgen für den Mittwoch. Ich habe mir bereits Themen aufgeschrieben, über die ich sprechen will. Hoffentlich kriege ich das auch hin. Und jetzt genieße ich meine Ferien, meine Arbeitslosigkeit. Bei David Lynch bedeutet so Blitze auf dem Gesicht übrigens, dass man stirbt.